Hallo liebe YouTuber, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir jetzt mal einen Klassiker angeguckt, den ich damals schon mal im Sortiment hatte, ihn aber wieder verkauft habe und es jetzt quasi schwierig ist, den Film wieder auf Scheibe zu bekommen. Auf Blu-ray kostet der irgendwie fast 100 Euro und von Warner Brothers die Hexen von Eastwick habe ich mir jetzt besorgt. Cher spielt mit Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer. Und dieser böse Teufel Jack Nicholson, der einfach für so eine Rollen echt prädestiniert ist und in diesem Film echt eine besondere Performance abzieht des Bösen. Ja, es handelt um drei Hexen. Ja, Alex, Jane und Suki. Die drei sind, ja, Hexen. In einem stillen Örtchen, ziemlich ländlich und dieses kleine Dorf ist so ziemlich verklemmt und die drei Hexen haben quasi einen Männerwunsch, den sie sich denn per Telepathie nachher erfüllen, indem Darren Van Horn plötzlich in ihr Dorf kommt, ne? Und in einem Schloss, was eigentlich hätte nicht verkauft werden dürfen, weil dort mal böse Sachen passiert sind. Ja. Dieser Daryl von Horn hat es auch faustdick hinter den Ohren. Er ist sehr klischeehaft. Er ist ziemlich ekelhaft. Was man von Jack Nicholson halt so erwartet. Aber ich finde ihn einfach richtig schön eklig, wie man ihn quasi auch so kennt, auch so in The Shining oder so, oder in hier, wie heißt das jetzt hier noch? Departed unter Feinden. Genau. Hier hat man quasi, hier Cher sieht hier noch ganz, ganz passabel aus. Also hier hat sie sich noch nicht kaputt operieren lassen und sich nicht hier das Gesicht sowas von machen lassen und ja, sah nachher schon grauenhaft aus. Ich glaube, ab 99 fing das so richtig an mit Cher. Da hat sie ja auch noch ja, ihr Lied rausgebracht. Genau, werde ich euch jetzt nachher nochmal einfügen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Lied das war. Auf jeden Fall, die Story ist komödiantisch und hier steht, es ist eine Fantasiekomödie. Es ist ziemlich auch gemein und auch teilweise ekelhaft. Hier Warner Brothers, hier mal wieder die Scheibe. 11,99 für die DVD, ja, ist nicht ganz so günstig. Auf jeden Fall, ja, die beiden sind Darren von Horn ziemlich verfallen und er mit seiner bösen und schmalzigen Art und Weise kriegt natürlich alle Frauen rum und ja, besteigt sie und schwängert sie dann quasi auch. Und sie sind ihm verfallen auch, weil er untenrum, ne, ziemlich gut bestückt ist und die Frauen auch zum Höhepunkt bringen kann, was ja, was er halt mit seiner bösen Art und Weise. Und der Fehler der Frauen ist einfach, dass sie ihm quasi ihre größten Ängste quasi in die Kamera sagen und er den Weibern das halt nachher so ein bisschen heimzahlen möchte, weil sie ihn halt gruselig finden und es kommt auch hier und da zu bösen Mordfällen, zu einem Mordfall, der ziemlich böse ist, den die Frauen auch mit zu verantworten haben. Das ist ziemlich böse und auch lustig zugleich. Also ist es so bitter, böses, schwarzes Genre-Kino, also eine bitterböse Horrorkomödie, sage ich jetzt mal so, die nicht ohne ist. Ich glaube, ab 16, ich glaube, der wurde mal runtergestuft. Also zumindest zum Streamen stand da plötzlich FSK 12. Kann da mal einer was drüber sagen? Wurde der mal runtergestuft? Und meine Frage ist auch, warum der runtergestuft worden ist.
Ja. Ich möchte euch jetzt nicht so viel sagen. Auch der herausragende Soundtrack hier und sogar Oscar-Preisträger Jack Nicholson. Genau. Und hier steht dann auch noch ein bisschen was über die Musik drinne. Bild der DVD ist katastrophal. Warner Brothers, was habt ihr da bloß wieder mit dem Bild gemacht? Der Ton ist für eine deutsche 5.1-Tonspur eigentlich recht geil. Wenn es denn regnet und es donnert, es ist recht geil, aber das Bild ist pfui Deibel. Ja, dann gibt es noch eine Doppel-Blu-ray, aber die werde ich für knapp 100 Euro nicht bestellen. Da bleibt jetzt erstmal die DVD bei mir, auch wenn das Bild echt grauenhaft ist. Ja, vielleicht wird der nochmal abgedatet, aber den habe ich jetzt schön in meiner Sammlung. Die Hexen von Eastwick. Und vielleicht kennt ihr den Film ja auch. Ist nicht von der Hand zu weisen, der Film. Also guckt euch den an. Habt Spaß an Jack Nicholson. Jack Nicholson ist einfach immer klasse. Er spielt schmierig, er spielt schmalzig. Und das lebt er quasi in dem Film. Und die Rolle von Darren von Horn ist wirklich ihm aus dem Leib geschnitten. Ja, viel mehr kann ich gar nicht sagen. Also es ist wirklich ein super Film mit einem super Ende, mit einem ziemlich bösen Ende, auch für ihn. Und es wundert mich eigentlich, dass es sowas noch nicht als Musical gibt. Ne? Also sowas als Musical würde, glaube ich, die Menschen ins Theater locken. Also, ich weiß, dass es auch, dass das eine Buchverfilmung ist. Ne? Das Buch ist bestimmt besser als der Film, aber ich finde den Film einfach klasse und der Film ist von 1987. Alle noch recht jung, auch noch eine junge Michelle Pfeiffer und quasi ein brillanter Jack Nicholson. Ne? Also, ich kann es jetzt noch mal mehr sagen. Fantastischer Film. Guckt euch den an, wenn ihr den Film im Stream sehen solltet. Bei Amazon Prime oder halt die DVD für 12 Euro. Die Blu-ray kostet bei Amazon 94,90 € oder so. Und da weiß man auch nicht, ob das Ding gebraucht ist oder nicht. Werde ich hier auch nochmal einfügen. Und das war's halt mit dem kleinen Video. Und ich hoffe, euch hat das kleine Video Spaß gebracht. Bis zum nächsten Mal, ne?